sind wir wieder bei Hogwarts Legacy. Wir machen jetzt das Geheimnis der verbotenen Abteilung als Mission. Ich sag, wir befinden uns direkt auf dem Weg dorthin. Revelio. Ich wundere mich jetzt aus, ich habe gerade aus dem Schlafsaal gekommen. Schon im Menü mal geschaut. Wir haben jetzt ein paar Handschuhe freigeschaltet. Und erlaube das Spiel natürlich. Und uns so eine schöne Zipfelmütze verdient. Dadurch, sag ich mal, sind jetzt auch unsere Verteidigungs- und Angriffspunkte sehr stark gestiegen. Deswegen habe ich es mal an, sonst würde ich es gerne ausziehen. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay, das sehen wir heute Abend. Ich bin gespannt. Was Batterie schwach. Wenn die Batterie schwach ist, das ist schlecht. Ja, die adaptiven Trigger kosten schon ganz schön viel Energie. Dann laden wir uns mal eine Runde und nicht hinsetzen. So, wo ist jetzt hier rot auf der Map? Das ist einfach ein bisschen große Map, so ein bisschen schade. Okay, wahrscheinlich tun wir jetzt Geräusche verursachen. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Geil, dass wir das jetzt hier von denen lernen. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal schon wieder was frei machen. Was ist da? Disziplinierung, okay. Ja, wir nehmen. Oh.
Wir nehmen mal den scheiß Zauber raus. Hier oben ist ein roter Pfeil, okay. So, wie ducken. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Frage ist, wie lange hält er an? Ja, Gegner spüren und suchen. Verdächtiges Verhalten. Okay. Erwischt? Was ist das für ein Mist? Warum wurde, ja, weil der wahrscheinlich wieder im Weg rumgesessen hat, der Typ, Alter. Fetzt mir. Schließt den Zauber nochmal erlernen? Naja. Akio! Halt. Ganz leise. Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Vorsicht! So. Sie müssen natürlich irgendwie in die Tür reinkommen. Und jetzt einfach aufmachen, ist auch blöd, ne? Versuchen es einfach. Okay. Mist! Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Revelio! Was wir so noch mitnehmen können? Oh, draußen sind versteckte Kisten. Oh. Logos? Ist hier noch irgendwas? Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ich hoffe nur, Peeves treibt nicht schon wieder Schabernack. Weh! Die Bibliothek ist kein Ort zum Herumschleichen. Raus! Sofort! Was krass, das... Okay. Müssen wir jetzt mal alles neu machen? Da können wir wenigstens in der Bibliothek anfangen. Okay. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Meine Güte, was für ein Chaos! Ich dachte, wenn wir still sitzen, kriegen wir das mit, okay? Das ist doch schart. Ja, mach jetzt das gelbe Fragezeichen wieder weg. Wenn die hier so ein Argus-Blick hat.
Also entweder ist jetzt ein Bug, weil die gerade die ganze Zeit rumsteht, oder? Der Schlüssel! Hier ist er! So. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Bug, den wir ausgelöst haben. Glaube ich jetzt einfach mal, weil... Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Revelio. Kiste. Ja, weil das ist immer das auch. Das ist so ein Zeichen. Das Fragezeichenbild darf, denke ich, nicht sein, aber. Ich würde gerne interagieren. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Revelio. Und das zwei Etagen ergibt. Was steht denn hier unten rum? Das ist schon der Kuschel. Das ist der Geist, oder? Stecks. Okay. Geist, sei vorsichtig. Revelio. Komm schon so gemeint, denke ich. Bleib wieder stehen. Oh. Revelio. Aus dem Geist rum. Hier die Frage ist, müssen wir jetzt hier runter oder müssen wir jetzt hin? Wir gerade durch. Das ist ein Durchgang, was? So, das ist innegeplant. Dann geht's ja her, ne? Gut. Die Luft ist jetzt rein. Ich muss nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Mary alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das... Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns Revelio. Auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ich will sehen, was alles an der verbotenen Abteilung herum. Leucht und fleucht. Das ist ein Auge, so eine Kiste. Und die blöden Dinger hat es aufgelegt. Incendio! Na. Revelio! Na moin, wir können hier rumschleichen und irgendwas machen wir um schöne Geist. Sehr schön. Das ist eine blöde Hand. Die Viecher haben auch so komische Namen bei fantastischen Tierwesen, glaube ich mal. Genau, und hier brauchen wir einen Reparierungszauber. Ist denn das dein Ernst, dass ich den jetzt rausgeschmissen habe? Hier brauchen wir noch den blöden Zauber. Oh, spartartig, wirklich. Wir nehmen mal
Marus und ein Reparo-Zauber. Nochmal. So. Leviosa! Revelio! Jetzt gucken wir, ob das drin ist, Ding, ne? So, hier ist eine Kiste. Reparo! Levioso! Accio! Reparo! Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollen. Ungezogen und bald aufgeflogen! Peeves, wag es! Ah, verfluchter Peeves! Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Reparo! So, hier ist noch eine Drohne. Protego! Halt. Wir haben einen neuen Hut freigeschaltet. Schön, dass die Zipfel mit zu haben. Revelio! Geht's aber ganz schön tief runter. Ist das noch auf irgendeine Abteilung echt zu gewesen? Ich glaube, der Harry war bloß in der obersten Etage, oder? Behaupte ich jetzt mal. Ah, was? Ist hier das Tor wie beim Ministerium, wo die Toten drin sind? Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Also, der Blue muss wahrscheinlich wechseln. Lumos! Revelio. Das war es. Was sagt er? Ein Portal. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Lumos. Es bockt doch wieder mit dem Zug. Revelio. Wo führt sie wohl hin? Revelio. Das Geheimnis. Jo. Die Runde fallen wir auf jeden Fall nicht. Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Welche Rune? Soll ich die erwecken? Levioso! Incendio! Ja, wieso gehst du noch einen Schritt vor? Jo, gute Frage. Revelio. Ob ich die Rune mit einem Zauber treffen kann? Ich muss das gut von hier mal zur Truhe laufen. Okay, hat geklappt. Wo ist ein Gegner?
Revelio. Das war ja klar. Levioso, Lumos. Incendio. Yeah. Ah, nur zu, wenn du... Yeah. Aus 10er nochmal Treffer und erzeugen alte Magieverstärkung. Okay. Wir müssen auf jeden Fall uns auch mal neue Tränke holen, glaube ich, weil... Ja. Protego! Stu! Accio! Accio! Levioso! Das Ding. Wo ist denn der Typ hier? Der ist weg. Okay. So, drüben ist eine Kiste, irgendwas komisches. Akio! Nein. Levioso! Nein, okay. Ja, wir fallen da fast runter. Hier ist noch so eine Rune. Ah, okay, okay, okay. Über vorne ein Ding. Nee, die geht irgendwann weg. Das ist schon das hier rüber kommen würden. Akio! Auf jeden Fall müssen wir eine bestimmte Zeit, um hier rüber zu gehen. Auf jeden Fall knappes Ding. Ich hab auch noch so einen Zauber. Revelio. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Es geht auf jeden Fall ganz schön tief hier rein ins Gemäuer. Ja. Ich hab was gemacht hier. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Okay. Das sind zwei Zaubertränke. Sehr schwierig, sehr schwierig. Na moin. Holla die Waldfee. Na moin. Grüßt euch. Irgendwas. Ein Zauber dran in der Tasche oder so. Aschwit geht ja gerade an, okay. Hatte nicht verfügbare Aufträge. Inventar. Wo haben wir noch einen Drang? Nee. Nicht wirklich. Naja, müssen wir es versuchen. Thank you.
Pinocchio! Protego! Okay, wenn die von der Map. Accio! Protego! Accio! Aha. Accio! Protego! Accio! Protego! Auf jeden Fall. Trotzdem kann ich nicht sagen. Ulalala. Okay, jetzt haben wir was aufgesammelt. Die Kombos. Ist echt knackig. Also es ist also doch ein Buch. Adaptiven Triggern ist schon. Revelio! Ist halt krass, das ist ja einfach so in der Hogwarts droht. Arium, okay. Schauen wir uns mal die Erinnerung an. Aus welcher Zeit aber das gespielt war. Sind es die Gründungsväter? Es kann sein, dass das die Gründer sind. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Mhm. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival,
Professor Rackham kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenack. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Ja, das können eine kleine Übeltäter dran werden. Ist schon doch voran. Sebastian! In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht! Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Wie der Geist ist. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Sie ist bunt. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Geist. Das Geheimnis abgeschlossen. B. Was Stufe 8 erreicht? So. Revelio. Ruhe. So, mit der nächsten Mission Wälzer und Widrigkeiten machen wir auch im nächsten Video weiter. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, bedanke ich mich, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren, Like da lassen, kommentieren. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.